Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei King of Retail mit eurem Bobas. Und wir sind heute wieder im Konzernmodus. Und ich würde sagen, wir haben die Bestellungen gemacht. Das Personal ist eingeteilt. Ich habe, glaube ich, nur einmal eine Schicht selber an der Kasse. Genau hier von 7 bis um 11. Und ansonsten sollte der Rubel heute rollen. Also wir haben 64.000 Umsatz gemacht. Würde heißen, wenn wir das jetzt nochmal schaffen, wir gehen auch direkt in den Laden, dann sollten wir das so in 2 oder 3 Tagen fertig haben. So, das da ist interessant, ja. Level 16, Level 17, haben wir den schon? Level 15, ja. Was ist der nächste? 18. Okay, also 40.900. Ich habe ja da den Hinweis bekommen von wegen dem Kalkulieren, was man jetzt da für Abgaben und so weiter hat beim Konzernmodus, wenn man jetzt dann selber den Laden macht, müsste man jetzt halt wirklich einfach mal abwarten. Ich lasse mich da mal überraschen. Jetzt konzentriere ich mich erstmal so auf den Armina und schaue, dass ich den gebacken bekomme. Kommt's jetzt hin? Und dann schauen wir, wie es ist mit dem Konzern. So. Ich schaue erst, ja, eigentlich ist es egal, wir müssen alles auspacken. Weil anscheinend variieren die Abgaben beim Konzern erheblich. Und ja, da bin ich jetzt halt wirklich mal gespannt. Mehmet ist heute auf Kurs, ja, den habe ich ja geschickt für die Kasse. Dass wir den zumindest nochmal ausbauen können, wobei ich halt wirklich nicht weiß, für uns ist es ja nicht relevant, aber dass wir mehr Umsatz machen und so weiter, dass die Kunden nicht von der Kasse verschwinden, ist es dann schon wiederum wichtig. Jetzt reicht das Lager wahrscheinlich nicht, oder? Dachte ich es mir. Naja gut, ist egal. Ist egal, wir räumen jetzt einfach mal ein. Ja, ihr müsst jetzt selber klarkommen. Wenn ich in der Früh am Einräumen bin, dann... Schuhe mache ich natürlich deswegen zuerst, weil wir da das Renommee steigern müssen. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal drauf gucke... Ach nee, das haben wir sogar schon. Also bei uns zählt jetzt eigentlich nur noch der Umsatz. Das Renommee haben wir schon gebacken bekommen. Ja, greif zu. Gerade frisch aufgefüllt. Muss ich jetzt nur mal gucken, was für Artikel da jetzt noch in der Kiste sind. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Vielleicht gehe ich jetzt auch gleich nochmal raus, weil wir dürften diese 20 Artikel locker reingeräumt haben. Ich hoffe nicht noch Schuhe. Doch, Schuhe, na klar. Und dann war ja der Hinweis auch noch, ich sollte mir doch die Sachen schon alle so weit vor aufs Lager tun, dass ich im Grunde nicht nachbestellen muss. Einerseits muss ich sagen, das Geld ist halt sehr knapp. Und um mir dann das Lager noch weiter auszubauen. Andererseits muss ich aber auch sagen, ist es absolut korrekt, sich zu bevorraten, weil eine zusätzliche Lieferung unterm Tag kostet halt nun mal Geld. Ist nun mal so. Und da kann man sich natürlich schon ein bisschen was sparen und kann dann dementsprechend auch einen Umsatz machen, ne? Und wenn ich jetzt halt hier nachbestelle und da 2.000 dafür berappt, das muss ich natürlich dann lohnen, indem ich dann alles wirklich auch verkaufe. Aber gut, da sehe ich jetzt halt aktuell eigentlich weniger das Problem. Ich denke, das verkauft sich alles sehr, sehr gut, vor allem gerade die Klamotten. Die sind ja wirklich in der Hälfte des Tages weg, ne? So, Leonie, du bist mir ja noch ein bisschen erhalten. Ich glaube bis um 8 oder sowas. Aber ich kann mich auf jeden Fall mit an die Kasse stellen. Und ich hoffe, dass Leonie... So, jetzt dürften wir eigentlich Hemden und Hosen nichts mehr auf Lager haben. Gut, und auch Schuhe mäßig. Wenn ich jetzt gucke... Kleiderschuhe... Ja, ist nichts mehr drin. Genauso ist ja die Spannung sehr groß, was die Verbesserungen und Erweiterungen angeht. Das ist ja auch sehr interessant. Jetzt ist ja mit Klopapier und sowas auch noch einiges mit hinzugekommen. Und ja, mal schauen, was die Entwickler noch so alles mit reinbringen. Aber ich denke, jetzt lasse ich erst einmal hier laufen. Ich hoffe, dass Leonie auch die Kasse dann schließt. Also ich werde mir jetzt nicht den Stress geben und hier
die Leute beraten, weil das ist vergebene Mühe irgendwie, vergebene Zeit. Das kann jeder wirklich anders sehen, ne? Jawohl, ist hier die Kasse geschlossen, das ist gut. Dann können wir jetzt halt unsere Kassenschicht durchziehen. Und ich lasse es jetzt einfach einmal laufen. Also jetzt ist 12 und seitdem ich mich an die Kasse gestellt habe, das war glaube ich vor 3 Stunden, hatte ich jetzt laufend eine Schlange von 6 bis 7 Leuten und es hat nur noch geklingelt in der Kasse. So, jetzt ist meine Kassenschicht da. Ich würde sagen, ich mache jetzt halt hier erst einmal das Ding zu. Okay. Und kann jetzt halt im Grunde meine Bestellung machen, meine Zwischenreihenbestellung. Und wenn man sich anschaut, da ist wirklich schon wieder einiges weggegangen. Und ich glaube in dem Fall, ich muss bestellen. Es sind 141 Artikel verkauft worden. Wir haben einen Umsatz schon von 35.000. Also das ist Hammer. Das ist wirklich der Hammer. So, die Lieferung wird ausgeführt. Wir haben... Moment, was wollte ich jetzt nachgucken? Irgendwas wollte ich jetzt gerade nachgucken. Aber ist egal. Fällt mir schon wieder ein. So, liefert gerade Pakete aus. Dann machen wir mal ein wenig schneller, dass der kommt. Und dann packe ich dann auch gleich aus. Hi, Harry. Also die Klamotten sind schon jetzt wieder komplett ausverkauft. Also und das, was ich bestellt habe, man sieht, ich kann noch nicht einmal die Regale wirklich füllen. Es ist wirklich der Hammer. Die ganzen Aufsteller hier sind leer. Also wenn wir das so hinbekommen mit dem eigenen Laden, dann denke ich mal, ist es überhaupt kein Problem, wirklich den Konzern dann groß zu machen. Aber dazu müssen wir das auf jeden Fall erst einmal schaffen und ich hoffe, dass es diesmal klappt, weil ich bin ja einmal schon gescheitert mit dem Konzern und bin bankrott gegangen. Jetzt halt ist die Frage, ob wir das diesmal schaffen. Nein, ich mache die Kasse auf, weil jetzt halt wird nämlich noch abkassiert. Wir haben 37.000, wenn man bedenkt, ich habe ja schon 10.000 ausgegeben wieder für Klamotten. Also haben wir definitiv sehr viel Umsatz schon gemacht. Oh, wie ist es denn eigentlich mit den Zielen? Guck mal drauf. Für 4 Tage, das Ziel ist in einem Tag erreicht. Also im Grunde, wenn wir jetzt dann den Tag rum haben und dann noch den nächsten Tag, dann haben wir schon Armina hier in dem Level abgeschlossen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal laufen. Vielleicht zählt aber auch der Tag mit. Das kann auch sein, dass ich das jetzt halt nur falsch interpretiere. Dass wir im Grunde den hier schaffen müssen mit 60.000, dann hätten wir es schon geschafft. Mal schauen. Aber das, was wir aktuell im Konzern haben, das ist mir definitiv zu wenig, um nochmal das mit einem Laden zu probieren. Naja, lass mal laufen. So, die letzte Stunde hat er im Grunde eingeläutet bis 22 Uhr. Wir haben jetzt 56.000. Und wenn ich mir hier anschaue, ist da schon wieder einiges weggegangen. Natürlich noch nicht alles, aber einiges. Und von den Schuhen, wenn man anschaut, da... Das ist einiges, ja. So, Leute, kommt noch an die Kasse. Los, zack. Alles klar, wir haben 58.000 Umsatz gemacht. Das finde ich mal stolze Summe. So, ich schaue mal ganz kurz, ob ich irgendwas auf Lager habe von dem Zeug. Nein, da haben alle bezahlt. Und klamottenmäßig, was haben wir da? Hosen, Hemden, auch alles... Alles korrekt abgelaufen hier. Super, dann können wir zurück in die ins Büro. Wir haben natürlich die Miete und den Lohn und so weiter. Das ist klar, wir haben noch 38.000 übrig. Schade, dass man hier die Ziele nicht einsehen kann. Das ist echt schade. Aber gut, mit diesen 38.900 können wir schon einiges machen. Wir können auf jeden Fall hier Mails gucken. Verkauf von Active Sports, fehlender Kurs können wir nicht... So, alle auswählen, alle löschen. Bestellungen, Mindestlager sind 155 Artikel. Das ist jetzt nochmal quasi in der Zeit von, ich sag jetzt mal 13 Uhr bis zum Schluss, nochmal 155 Artikel verkauft. Das ist schon Hammer. Okay, Artikel sind bestellt. Passt. Personaltechnisch haben wir, glaube ich, sonst nichts mehr. Wir könnten mal schauen, ob wir hier noch jemanden einstellen können, auch wenn es im Grunde wahrscheinlich für uns jetzt
irrelevant ist, aber ich möchte ihn hier skillen. Das ist auch ganz gut. Oh ja, Kasse ist gut. Die sind alle im Gut, oh Gott. Die will bestimmt 200, 300, keine Ahnung. 130, hey, 130, cool. Alles klar, dann bist du eingestellt. Du kommst auf jeden Fall an die Kasse. Moment, vielleicht gleich mal. Ah, die ist an der Kasse eingeplant. Gut, gut. Schauen wir die auch noch an, die Clara. Clara, wie schaut es bei dir aus? Wie fit bist du und in was? So, ich hätte sogar noch einen Ding hier. Braucht weniger freie Tage, das ist in Ordnung. Aber die kann halt nichts, ne? Die ist im Verkauf hier zwar geschult, aber nicht ausgebaut. Ist egal, komm, ich stell dich ein. Wie viel denn? Na dann. So, du bist eingestellt als Verkäuferin. So, deswegen gehen wir jetzt erst einmal Kasse. Genau, er war auf Schulung. Und wir können in der Zeit, Moment, ihn tue ich hier wieder her. Und wir könnten in der Zeit hier, könnten wir, glaube ich, eine zweite Kasse noch machen. Aber warum hat der jetzt hier... Okay, komm, du kriegst einen freien Tag. Der ist geschafft. Vom Kurs, also ehrlich. So, und dann haben wir hier nochmal... Ah ja, Verkäufer mache ich eigentlich erst ab... Ich würde sagen, hier ab 4, oder? Hier ab 4 mit einer Stunde Pause und ihn dann hier vielleicht so übergehen, das so ein kleines bisschen. Ich denke, das ist okay. So, Marketing, du bist mir egal. Würde ich sagen, passt es. Ihn können wir ja jetzt schulen. So, 3 haben wir schon mal Beharrlichkeit. Allerdings hat der jetzt seinen freien Tag, also insofern bringt es jetzt sehr viel. Ne? Soll ich jetzt sagen, wir machen jetzt hier auch nochmal Werbung. Wir haben 24.000, wir könnten auch nochmal, keine Ahnung, was machen wir denn? A4, Schuhe in groß, ah ne, in groß, eine richtig schöne Bam-Seite, so. Und klein machen wir dann noch Hosen und Hemden. So, und von den Zielen her machen wir Arbeiter. Schauen wir mal, ob das mittlere Bild hergeht. Jo. Und wir machen, da ich sehr viele von denen sehe, Berühmtheiten. Aber das geht da unten nicht hin, ne? Geht es daher? Okay, Moment, kann ich dich noch ein wenig rüberschieben? Jo. Ey, dieses blöde Werbeding, ne? Das regt mich wirklich auf. Das könnten sie ein wenig besser machen. Okay, machen wir mal so. Dann machen wir vielleicht nochmal Schuhe in klein, hier unten drunter. Weil wir wollen ja den Fokus darauf legen, ne? So, 6.900 können wir uns locker leisten. Machen wir mal für einen Tag. Dann würde ich sagen, wir können ab ins Getümmel. So, wir werden es wahrscheinlich dann eh bald geschafft haben. Ich denke, eine Nachbestellung müssen wir machen. Jawohl, 17, 18. Nein, keine 18. So, 42.000. Das ist mir definitiv zu wenig, muss ich sagen, für den eigenen Laden. Lager steht nichts. Der Harry wird gleich kommen. Und dann werde ich schon mal auspacken. Okay, jetzt ist alles eingeräumt. Clara ist schon voll am Agieren mit Kunden. Es ist noch nicht sehr viel los, aber ich meine, gut, es ist ja früh am Morgen. Naja, aber ein bisschen Umsatz haben wir schon gemacht. Sehr viel ist es nicht, aber gut. Jetzt gucke ich doch noch mal ganz kurz. Moment, hier noch mal langsam. Das Ziel ist in 2 Tagen erreicht. Hm? Ach so, das ist dann quasi der Counter nach oben. Das ist natürlich auch interessant. Das würde heißen, wir haben jetzt 2 Tage abgeschlossen und ja, wir müssen eben noch 2 Tage abschließen. Insofern sollten wir es einfach mal rennen lassen jetzt. Oh, Entschuldigung.
aktiviert gehabt, die Kasse. Da muss man echt drauf achten. Aber ich denke, eine zweite Kasse ist auf jeden Fall notwendig. Und da werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal Leute einstellen, wenn es das denn gibt. Was willst du von mir? Geh weg von meiner Kasse. Vom Aufstellen her sollte das ein bisschen besser sein, finde ich. Also nicht so weite Abstände. Ich würde gerne irgendwie so Reihen machen, die dann wirklich aneinander stehen. So wie es eben bei den Lebensmitteln auch ist, dass man da dann, das einfach aneinander rein kann oder Rücken an Rücken und sowas. Oder dass man hier einfach nur eine Wand reinstellen kann, auf der man dann auf der Vorder- und Hinterseite dann im Grunde einen Hänger hinmachen kann. Wäre auch interessant. So. Na gut, also der Rubel rollt. Wir haben jetzt schon 30.000. Wir haben gerade mal 8:30. Ich denke, das ist ganz gut. Also so um 12 werde ich wieder die nächste Bestellung machen. Also es ist gerade der Hammer, was hier abgeht. Ich komme wahrscheinlich nicht einmal dazu, wirklich die Bestellung zu machen, weil so viele Leute da sind. Aber die Sachen sind halt alle. Weißt du, das ist halt das. Sind gerade beschäftigt. So, jetzt bin ich gerade nicht beschäftigt. 206 Artikel. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich bin schon da. Oh Mann. Aber das würde heißen, dass das gar nicht alles reingeht ins Lager, wenn ich das jetzt halt liefern lasse. Ich muss aber... Na gut, komm. Wir machen jetzt halt mal hier Kasse auf nicht mehr anstellen. Das heißt, wir haben noch die letzten... So, okay. Dann machen wir Artikel liefern. Es sind halt Kosten von 2.500, ne? Das ist klar. Das kostet natürlich. So, wir haben allerdings jetzt halt mehr Artikel zum Liefern, als wir Platz haben. Und da wir Geld haben, wie sonst was, stelle ich jetzt halt hier noch so einen Container her. Und Lagereinheit stelle ich jetzt halt auch nochmal hier ein Regal her, dass ich das wirklich alles auspacken kann. So. Und passt es. Harry, wo bleibst du? Da ist er. So, pack rein das Zeug. Jawohl, auf die hinterste Palette. So. Dann haben wir zwar jetzt nur eine Kasse laufen und es kann durchaus sein, dass der ein oder andere verärgert geht. Aber sind wir mal ehrlich, die 60.000, die haben wir locker im Sack, weil es ist jetzt seit 14 Uhr. Und nach all den Ausgaben haben wir jetzt ja trotzdem 40.000 fast. Also wenn wir das nicht rocken, dann weiß ich auch nicht. So, von daher ist es mir egal, wenn die eine Kasse jetzt ja gerade mal nicht besetzt ist. Das ist mir jetzt dann wurscht. Wir packen jetzt jedenfalls mal aus und räumen die Regale wieder voll, dass die wieder was zum Abgreifen haben. Nur wenn Ware da ist, können wir natürlich, ne? Ist klar. So, da sind schon wieder welche gegangen, genervt. Oh, wow. Wow, Schuhe, alles weg. Alles weg. Ey, das ist der Hammer. Ich habe den Laden noch nicht... Also so leer war er bestimmt noch nicht. So, es kommen neue Kunden. Mann, Wahnsinn. So kann man natürlich den Umsatz nicht erreichen, ne? Wenn jetzt die Regale leer sind. So, schneller kann ich bloß leider nicht auffüllen. Das dauert halt einfach seine Zeit. Aber Klamotten können sie schon mal wieder kaufen. Und solange die Kasse ja noch am Klingeln ist, ist es gut, ne? Also wenn unser Laden so läuft, dann ist es super. Sind. Alles raus. Alle Schuhe, alle Klamotten. Ja, wir haben auf jeden Fall ein gutes Renommee, würde ich mal sagen. Ansonsten wäre nicht so viel los hier im Shop. Es ist halt schade, dass wir das jetzt halt hier gerade für Armina machen und nicht für uns. So, komm. Was?
Wahnsinn. Da wurde dann quasi alles, was jetzt an Lücken ist, wurde im Grunde verkauft, während wir nachbestellt haben. 1642. So, und das mache ich jetzt halt nochmal. Schauen wir mal. Es sind immer noch 84 Artikel, ne? Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Deswegen habe ich jetzt halt auch nachgeordert. Dann soll der kommen mit seinem Päckchen und wir können dann gleich wieder nachlegen. Wahnsinn. Also komm, Harry, pack hin. Hi, spare 2 seconds. Thanks. Hey. Excuse me. Das ist schon der Hammer. Hey, 41.000. Jawohl, es ist ja auch gut für meine Skillung, ne, wie man sieht, wenn ich die Regale einräume. Ich muss ja letztendlich nochmal die ganzen Regale ablaufen. Es tut mir ja auch leid, aber es gehört halt nun mal dazu. So, haben wir noch Schuhe? Hey, got a second. Ja. Die hier. Sollte es das gewesen sein, glaube ich. Ja. Okay, dann können wir da nochmal auffüllen und dann können wir uns wieder mit an die Kasse stellen. In der Hoffnung, na gut, die 60.000, also wenn wir die wirklich nicht haben, dann weiß ich auch nicht. Ich bin vor allem mal gespannt, was wir jetzt halt dann noch alles nachbestellen müssen, nachdem ich ja jetzt halt zweimal geordert habe. Also man sieht auch, das fällt dann überhaupt nicht ins Gewicht, wenn du nochmal nachbestellst, weil die Ware, die du da verkaufst, ist locker die Liefergebühr wieder mit drin. So, mal ganz kurz hier drauf schauen, Kleider, Hosen, Hemden, nichts mehr drin. Alles klar, dann kann ich die Kasse hier noch mit aufmachen. Komm, mach auf! So. Und dann können wir quasi die letzten 2,5 Stunden einfach mal rennen lassen. So, die letzte Dreiviertelstunde, halbe Stunde läuft. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon auf 58. Die 60 werden wir locker haben. Und zudem, dass wir ja im Grunde zweimal bestellt haben. Ich bin mal gespannt jetzt dann auf die Tafel mit dem Umsatz, was da noch kommt. So, haben wir es geschafft, sind alle weg. So, Anstellbereich schließen. Armin, das solltest du eigentlich wissen. So, ich glaube, lagertechnisch dürften wir nichts mehr haben. Naja, Schuhe, doch, einmal diese gelben Treter. Da konnte wohl jemand nicht zahlen. Und Klamotten, irgendwas. Kleider, Hose, Hemden, nein, ist alles weg. Also ab nach Hause. Einmal kurz dann an die Tafel geguckt. Jawohl, 40.000 haben wir noch übrig. Das interessiert mich mal. Den restlichen Umsatz habe ich jetzt gar nicht angeschaut. 82.000 und da hat man 60.000. Ne, war ein bisschen weniger wie den Tag zuvor. Ne? Aber keine Ahnung, womit das jetzt wirklich zusammenhängt. Vor allem hier habe ich ja noch Inventar zugekauft. Ne? Da habe ich 7.000 Gewinne und obwohl ich hier noch Inventar mit zugekauft habe, sind es hier 21.000. Ne? Durch diese Box, die wir da hingestellt haben. Mit dieser Lagereinheit. Na gut. Dann schauen wir noch kurz auf die E-Mail, dass wir das schon mal fertig machen für das nächste Mal. Du brauchst den Tag frei. Alles klar, Leonie. Nimm dir einen Tag frei. Fehlender Kurs kannst du vergessen. So. Und ansonsten Bestellungen. Mindestlager sind nochmal 105 Artikel. Heftig. So. Artikel bestellt. Ich könnte, das Einzige, was ich jetzt machen könnte, weil das ist ja wirklich genug Geld da. Insofern könnte ich dann im Lager das nochmal vergrößern, dass ich sage, ich gehe jetzt halt hier auf das Mindestlager und mache bei allen Artikeln, anstatt 10 mache ich 15 draus. Das wäre jetzt zumindest noch eine Möglichkeit. Oder wir machen einen neuen Aufsteller, das ist auch eine Chance. Ja, die grünen nehmen wir noch mit rein. Da brauchen wir nochmal 10 Stück. Und dann würde ich sagen, noch einen Aufsteller allerdings mit Hemden. So, bis zu dem lila Hammer. Dann täte ich sagen, nehmen wir noch, obwohl, hier nehmen wir den grünen und den roten mit rein.
So. Dann gehen wir hier wieder auf Mindestlage und dann bestellt ihr nur die Artikel, die wir gerade hinzugefügt haben. Ne, so, Artikel bestellen, passt. Insgesamt haben wir dann jetzt bestellt für den nächsten Tag 135 Artikel und ich denke, das kann man locker rocken. Locker rocken. Gut, wenn euch der Part heute gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr auch den Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich täte mich freuen, wenn ihr dann morgen auch mit dabei seid. Jetzt muss ich nur schauen, ja, morgen bei Bobette mit dabei seid, wenn wir da den Laden weitermachen. Genau, ich werde trotzdem hier schon mal vorproduzieren für die nächste Woche Montag. Also insofern freue ich mich da auch schon drauf, wenn ihr jetzt den Konzernmodus nur verfolgt und ihr da zuschaut. Also wie gesagt, Like da lassen, Kommentar da lassen, täte mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.